Ich habe euch auf meinem Kanal bereits in zwei Videos gezeigt, wie man ChatGPT mit Siri verknüpfen kann. Allerdings sind das relativ komplizierte und nicht sonderlich zuverlässige Methoden gewesen. Und daher möchte ich euch im heutigen Video gerne eine 100% zuverlässige, offizielle Möglichkeit zeigen, wie ihr ganz einfach derartige Antworten über Siri mit Hilfe von ChatGPT bekommen könnt. Sollten dich übrigens Videos wie dieses, Tipps und Tricks rund um das iPhone und iOS interessieren, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und ich zeige euch jetzt nach dem Intro, wie ihr 100% zuverlässig ChatGPT mit Siri verbinden könnt und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Um ChatGPT mit Siri zu verknüpfen, benötigt ihr zuallererst einmal die kostenlose ChatGPT-App, verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung, ist nun ganz offiziell von OpenAI vor einigen Monaten veröffentlicht worden und mittlerweile gibt es einige Updates, die eben auch die Möglichkeit bieten, dass man Siri mit ChatGPT verbinden kann, was ich euch gleich zeigen werde. Also als allererstes benötigt ihr auf jeden Fall die kostenlose ChatGPT-App, die ihr auf eurem iPhone installieren müsst. Wenn ihr die ChatGPT-App dann das erste Mal öffnet, müsst ihr euch natürlich zuallererst einmal einloggen, zum Beispiel per Apple oder Google oder natürlich auch per E-Mail. Und wenn ihr noch keinen Account erstellt habt, dann könnt ihr hier natürlich kostenlos einen anlegen und daraufhin loggt ihr euch erst einmal ein. Nachdem ihr euch dann eingeloggt habt, habt ihr hier auch schon die Möglichkeit, ChatGPT direkt über die App kostenlos zu verwenden. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier den kostenpflichtigen Account zu verknüpfen, um daraufhin dann eben auf GPT-4 zuzugreifen. Grundsätzlich ist aber GPT-3.5 eben die kostenlose Variante und wir haben hier oben noch die Möglichkeit, zum Beispiel einen neuen Chat zu starten, auf unseren Verlauf zuzugreifen oder in die Einstellungen zu gehen. Und sobald ihr die App eben installiert habt und euch eingeloggt habt, wechseln wir einmal rüber in die Kurzbefehle-App, denn diese benötigen wir trotzdem noch, um eben Siri mit ChatGPT zu verbinden. Im nächsten Schritt gehen wir nämlich einmal hier oben auf dieses Plus und daraufhin einmal auf Aktion hinzufügen. Und hier suchen wir einmal nach GPT, geben das Ganze hier einmal ein und dann sehen wir hier auch schon ganz oben ChatGPT, können das hier einmal auswählen und dann bekommen wir hier die Option Ask ChatGPT, was wir einmal auswählen werden. Und daraufhin haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen zu konfigurieren. Wir können es hier einmal aufklappen und in diesem Fall würde ich auswählen, einen neuen Chat zu starten, einmal das Modell auszuwählen und daraufhin hier auch den weiterlaufenden Chat zu aktivieren. So habe ich das Ganze bei mir eingestellt. Natürlich könnt ihr das noch ein bisschen variieren, je nachdem, wie ihr das Ganze gerne verwenden möchtet. Dann würde ich hier oben noch eine Frage eingeben, wie zum Beispiel, wie kann ich dir helfen auf Deutsch? Wenn ihr hier nämlich eine deutsche Frage eingebt, dann funktioniert das Ganze auch direkt automatisch auf Deutsch. Wenn ihr hier nichts eingebt, dann funktioniert es erst einmal auf Englisch. Wenn ihr dann aber eine deutsche Frage stellt, dann wird euch auch auf Deutsch geantwortet. Also ich würde hier jetzt einmal eingeben, wie kann ich dir helfen? Im Anschluss könnt ihr dem Kurzbefehl noch einen Namen geben, also in diesem Fall könnt ihr das natürlich bei Ask ChatGPT lassen, ihr könnt ihn aber auch umbenennen, zum Beispiel in Siri Pro, so wie ich das gemacht habe, finde ich persönlich ganz lustig, so kann man nämlich ganz einfach Siri sagen, sie soll Siri Pro starten und daraufhin hat man dann eben mehrere Möglichkeiten ChatGPT zu nutzen anstelle der Antworten von Siri und das ist ja im Grunde genommen genau das, was wir jetzt erreichen wollen, aber natürlich könnt ihr hier im Grunde genommen jeden beliebigen Namen auswählen, den ihr dann eben starten könnt. Im Anschluss müsst ihr dann oben rechts nur noch auf Fertig gehen und daraufhin wird eben genau dieser Kurzbefehl erstellt. Ich habe hier jetzt zum Beispiel schon einmal Siri Pro, das ist nämlich genau der, den ich im Alltag verwende und das Ganze zeige ich euch jetzt einmal. Ich würde sagen, wir starten jetzt immer mit einer Antwort vom normalen Siri von Apple und daraufhin versuchen wir ChatGPT diese Frage zu stellen und dann können wir das Ganze ganz gut vergleichen. Wie lautet die Relativitätstheorie? Wie ihr seht, Siri wird uns hier ganz einfach einmal einen Weblink, in diesem Fall zu Wikipedia, als Option, als Antwort bieten, was auf jeden Fall nicht schlecht ist, aber ich hätte diese Antwort ganz gerne direkt innerhalb des Chatfensters von Siri bekommen und daher versuchen wir das jetzt einmal mit Siri Pro. Starte Siri Pro. Wie lautet die Relativitätstheorie? Natürlich, ich kann Ihnen Informationen über die Relativitätstheorie geben. Die Relativitätstheorie ist eine physikalische Theorie, die von Albert Einstein entwickelt wurde. Es gibt zwei Hauptformen, die spezielle Relativitätstheorie und die allgemeine. Wer war Albert Einstein? Albert Einstein war ein renommierter theoretischer Physiker.
Physiker, der am 14. März 1879 geboren wurde und am 18. April... Wie alt wurde er? Albert Einstein wurde am 14. März 1879 geboren und verstarb am 18. April 1955. Das macht ihn zum Zeitpunkt seines Todes 76 Jahre alt. Wie ihr seht, könnt ihr sogar Fragen innerhalb dieses Dialogs stellen, was ich persönlich sehr cool finde. ChatGPT in diesem Fall über Siri kann nämlich auf die vorherigen Antworten ganz einfach zugreifen und dementsprechend könnt ihr einen richtigen Chat über Siri mit ChatGPT verwenden und mit dieser künstlichen Intelligenz richtig interagieren, was auch in den vorherigen Varianten, die ich euch gezeigt habe, nicht ging und das finde ich auf jeden Fall sehr cool umgesetzt. Ein weiterer, nicht ganz unentscheidender Vorteil ist, dass die Chats gespeichert werden. Und zwar könnt ihr in die ChatGPT-App gehen, dann hier einmal auf die drei Punkte und dann hier auf die Historie. Und daraufhin seht ihr auch schon, dass hier diese Chats gespeichert werden. Also in diesem Fall können wir hier auf veganes Drei-Gänge-Menü gehen und daraufhin wird das hier entsprechend gespeichert. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr cool, dass man hier die Möglichkeit hat, eben darauf zuzugreifen. Also ich habe hier zum Beispiel diese Frage einmal schon drinne gehabt. Und das finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, weil man eben diese ganzen Informationen nicht sich merken muss, abschreiben muss, sondern man bekommt sie sogar hier einmal schriftlich, was auf jeden Fall im Alltag sehr praktisch ist. Außerdem könnt ihr hier dann innerhalb des Chats auch ganz einfach weitersprechen oder weiter Fragen stellen. Das heißt, dieser Chat ist weiterhin verfügbar und ihr könnt ihn weiterführen, könnt zum Beispiel über Siri beginnen und darauf hindern, wenn es ein bisschen komplexer werden soll, auch wieder hier Text schreiben. Das heißt, ihr habt viel, viel mehr Möglichkeiten und da es eben auch in eurem Account gespeichert wird, könnt ihr zum Beispiel auch an eurem Mac oder am iPad weitermachen und müsst nicht zwingend am iPhone auf diese ganzen Historien zugreifen, sondern das Ganze wird eben in eurem Account gespeichert und ist von überall verfügbar. Wie ihr seht, bietet die offizielle ChatGPT-App mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, auch in Kombination mit einem Kurzbefehl könnt ihr jetzt über Siri ganz einfach richtig interagieren, könnt richtige Gespräche führen, alles wird gespeichert, daher auf jeden Fall sehr cooles Upgrade, was man wirklich jetzt gut verwenden kann und die Einrichtung über einen Kurzbefehl ist ebenfalls sehr einfach und offiziell, man muss sich keine merkwürdigen Kurzbefehle mehr aus dem Netz herunterladen, sondern kann das Ganze innerhalb weniger Sekunden selber einrichten. Sehr gerne könnt ihr mir jetzt eure Meinung zu dieser Methode mal unten in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von dieser Idee? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.